Ja, hallo. Herzlich willkommen, Leute, zu Happy Wheels. Ja, ich weiß nicht, das wird es wahrscheinlich auch nicht hier, ja, als aktives Projekt, sag ich mal, machen, aber ich hatte gerade Lust drauf, das zu spielen und habe mir gedacht, ja, gut, wenn du Lust drauf hast, das zu spielen, ja, warum nicht auch gleich aufnehmen? Kann man doch mal machen hier. Ich habe es nämlich neulich für mich wiederentdeckt, sag ich mal. Ich habe das schon mal gespielt vor einer Weile und finde das Spielchen ganz cool. Und ja, hab mir gedacht, gut, machst du mal. Damals warst du noch kein Let's Player, als du das gespielt hast, von daher, ja. Und wenn du jetzt sowieso spielst, wie gesagt, ja, ich würde mal sagen, die legen wir doch einfach mal los und ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß dran habt. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze so aussieht. Ich nehme jetzt einfach mal dieses erste Level hier. Ach, der Segway-Typ, stimmt, den gab's ja auch noch. Was? I'm sorry, but there's nothing we can do. Okay, also springen geht noch. Was haben wir hier mit? Okay. Okay. Straße. Was? Keep out. Still purple. Hallo, ich will vorwärts. Danke. Ach so, mit vor und zurück gebe ich Gas, nicht mit rechts und links. Ach so. Jetzt habe ich das auch mal wieder gerafft. Unnatural Science. Go, we cross lines. Was weiß ich, ist mir auch egal. Lass mich einfach da hoch. Einfach mal über den Tisch drüber. Ist ja nicht unser Tisch. Ja, kann uns das egal sein, wenn es kaputt geht. Warte, was stand da auf dem Schild? Aha. Ich will das jetzt wissen. War das irgendwas Interessantes? Außer E mal R gleich MLC Quadrat, das kennt man ja. Cross-Dimensional Vortex, irgendwelche lustigen Formeln. Oh Gott, sag mit hier, wie heißt es doch gleich? Wurzeln und bla. Time Travel gleich 4. Aha. Und Cosinus, ach stimmt ja, der gute alte Cosinus. Ja. Erstmal hier dieses radioaktive Zeug umkippen. Ich glaube zumindest, dass das Zeichen radioaktiv war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und was ist jetzt los hier? Muss ich den roten Knopf drücken oder was? Ah, was passiert hier? Nein, 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 nein. Lass das! Ich finde das irgendwie nicht gut. Okay, ich falle. Huch. Ach, soll das jetzt eine Zeitreise sein? Habe ich jetzt eine Zeitreise gemacht oder wie? Okay, ich habe auf jeden Fall erstmal kurz mein Bein verloren und oh, ich habe eine Zeitreise gemacht. Das sind Dinos. Oh, ich erinnere mich an dieses Level. Das habe ich doch schon mal gespielt. Wenn ich mich recht erinnere, dann muss ich mich jetzt beeilen. Hallo, hallo? Gott, you found me. I've been stuck in this area for. In this area for. Aha, okay. Was ist jetzt los? Ich habe meine Beine verloren. Scheißegal. Ich bin kerngesund. Ich bin kerngesund. Ach, kommt das jetzt erst? War das jetzt hier oder was? Oh, nein, 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 nein. Au! Egal, ich kann noch hoppen, ich kann noch hoppen. Ich kann es noch schaffen. Ey, verdammt. Nee, das wird nichts. Okay, nächster Versuch, nächster Versuch. Hallo, ich habe R gedrückt, Freestart, danke. Okay. Und jetzt etwas zackiger. So. Ja, ist okay, ist okay. Und drückt das Knöpfle. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich die Eier nicht kaputt mache, oder wie? Oder muss ich da dann einfach ganz schnell wieder zurück? Und der aktiviert sich sowieso. Das weiß ich jetzt eben nicht. Und hier übrigens, da muss ich nicht drücken, da komme ich automatisch lang. Aber das ist cool gemacht, so diese Zeitreise so darzustellen. Muss ich schon sagen. Hat was. Und, wir sind drin. Okay. Ja, bitteschön, wir haben dich doch gerne gefunden, aber ich würde gerne auch mal da drüber. Danke. Ja, jetzt friss ihn schon. Muss ich da erst drücken, oder wie?
Der ist jetzt leer. Okay, da ist wohl so eine Art Schalter, den ich erst drücken muss. Okay. Ey! Wer wirft hier Dinge auf mich? Das finde ich nicht in Ordnung. Ach so, wartet mal. Ah, da muss ich wahrscheinlich nachher rein. Aber jetzt gehe ich erstmal vor. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ich glaube nämlich wirklich, dass ich da vor dem abhauen muss. Hallo? Lass mich. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da sonst reingekommen wäre in die Höhle, deswegen habe ich es einfach mal so versucht. Okay. Das ist ja... Oha, das Level ist ja echt cool gemacht. So detailliert. Ich würde gern da hoch. Oh, dieser Uhu. Oder was auch immer das war. Das darf ich schon wieder Anlauf nehmen. Dieser Uhu ist schuld. Land here. Eject Z, then in melee hold up until you land. Ja, bitte. So. Grab here. Na, du sollst dich dort graben. Hallo, du sollst den Schwanz graben, danke. Use links und rechts to grab. As to grab. Space, tropical's tail. Hold buttons hoch. Ach so. Ach, das. Ja, das ist ja lustig. Okay, wir haben einen Dino zurück in die Gegenwart gebracht. Oh, und der randaliert hier noch, ohne dass ich es wollte. Das ist ja interessant. Okay, das ist cool. Zurück zum Hauptmenü, Ultimative Payback. Nein. Ups, ich wollte eigentlich nicht die Seite scrollen. Ich würde gern hier innerhalb scrollen, oder kann ich hier nicht scrollen? Ach so, ich muss da einfach nach unten zeigen und dann scrollst. Ich will jetzt nicht unbedingt die obersten nur nehmen. Nehmen wir doch mal... Das Chainsaw Massacre klingt doch sicher lustig. Das Kettensägen-Massaker. Und den Charakter hier, der ist auch für mich neu. Den nehme ich jetzt einfach mal. Den gab es früher noch nicht. Ach, das ist... Ach, da kann man fliegen. Game over. Was? Corn up review. Try again. Press set and then air. Ja, machen wir mal. Hä? Ich will nicht... Ich nehme mal einen anderen Charakter, der ist irgendwie komisch. Nehmen wir doch mal den Vater mit dem Timmy. Wie ihn irgendwie jeder nennt. Der Timmy. Was passiert denn, wenn ich hier stehen bleibe? Passiert dann überhaupt was? Gehe ich dann auch Game Over oder... Oh, guck mal, da baumelt einer. Was, help friends run away? Ich will den Friends helfen. Ich wollte meinen Freunden helfen und helfen hier und nicht mich selber zerlegen. Na, danke. Okay. Ja, machen wir mal einen lustigen Spaziergang. Und so kann man auch seinen Kopf verlieren. Ach je. Das passiert davon, wenn man kopflos ins Haus reinstürmt, dann muss man das Level neu starten. Das ist nicht so schön. Deswegen immer schön schauen, dass ihr im Kopf schon bei der Sache bleibt. Das wäre sonst nicht so schön. Ich will nicht run away. Hallo? Oh, okay. Aber wie lustig das gemacht ist. Das Level. Das ist schon irgendwie cool. Nur komme ich hier irgendwie nicht gescheit hoch. Ah, da ist ein Tüppel. Okay, ich habe das Gefühl, dass ich hier eigentlich wegrennen sollte und nicht der Typ vor mir sein sollte. Aber na gut. Hallo. Na gut. Zurück. Wieso ist zurück? Hä?
Muss ich das jetzt verstehen? Ich würde sowieso gern mal da rückwärts rein und den Freunden helfen, aber irgendwie will das nicht. Ja, das will einfach nicht. Salt, ja, das gute alte Salz, das soll ja auch irgendwie hilfreich sein. Wisst ihr was, ich schmeiß jetzt mal das nicht. Ey, ich mach mal einen anderen Charakter, vielleicht geht's mit einem anderen besser. Dann nehmen wir mal. Oh Gott, nicht den Pogo-Stick, Männle. Nehmen wir mal, ach komm, hier, den lustigen Herrn mit seinem Rasenmäher. Ram, ram, ich mag den Rasenmäher. So. Nein. Ich wollte es nicht öffnen, egal. Aber mit dem komme ich hier hoch. Hoffe ich. Naja, schon besser als mit dem anderen zumindest. Na gut, dann helfe ich denen eben nicht. Was soll's? Okay, ich probiere mal vor dem Kettensägen-Tippe da durchzufahren. Vielleicht komme ich ja dann wirklich auch mal weiter. Also das mit den Freunden helfen geht irgendwie nicht. Ich darf denen nicht helfen. Darf ich nicht. Ja, seht ihr, weil das ist so eine Art Drehtür. Da kann nur einer durch. Der Typ ist zwar dick, aber der hatte keinen Bock, da das Fleisch zu essen. Wie kann der jetzt überhaupt durch den Rasenmäher fahren, wenn er keine Arme mehr hat? Jeha! Was war das denn? Ja gut, das kann man jetzt natürlich auch noch alles zerhäckseln. Was? Black Growl, forever alone! Warte mal. If you want to try with another character, just want to see the details again, press R. Nee. Ach, kann ich das direkt hier drin pressen oder wie? Nee, kann ich nicht. Aber ich muss das Fenster hier reinsetzen, damit ich hier mit R restarten kann, aber ich kann nicht, ich kann nicht R pressen, wenn ich es nicht habe und ich brauche es weg, weil sonst sehe ich das nicht. Das Fenster. Ach, wisst ihr was? Featured Level? Nee, ich mache jetzt mal Boss Levels. Ja, das Welcome drauf geschissen und sagen wir mal hier, Playcount. Bei Playcount. Hallo? Ja, Girl Day. Ach komm, probieren wir es einfach mal, wenn das mit dem Sortieren gerade irgendwie nicht will. Oh, guck mal, der Weihnachtsmann mit seinen Elfen geht hier in die Charakterauswahl über. Nehmen wir mal das Pärchen. Was zum Geier ist denn das für ein Level? Oh mein Gott, Justin Bieber ist hier? Wo? Hä? Ja, ich lücke, ich chill hier nur so rum. Hui, okay. Weg. Okay, was zum Geier soll das für ein Level sein? Ja, ich hab das... Ja, why? Ich weiß es auch nicht. Ich hab das Level jetzt nur mal genommen, weil ich... Weil hier heute ja bei uns in der Schule auch Girl Day war. Girls Day, besser gesagt, nicht Girl Day. Deswegen habe ich mir gedacht, schaust du dir das mal an, aber irgendwie ist das Level komisch. Nee, lass mir das mal. Aber ich würde gerne wirklich Playcount this week... jetzt geht's auf einmal, oder wie? Okay. BMX Park 1. Nehmen wir den mal. Ach komm, in meiner Bike. Wenn du uns schon die Wahl lässt, das auszusuchen. Backflip. Au. Frontflip. Grind on me. Ich schau mal, was ich machen lässt. Ich schau mal, was ich mit dem Kart machen lässt. Yeah, ich habe gegrindet und gejumpt und bin ein bisschen Au! Das sieht ziemlich blutig aus.
Und ist das da noch irgendwas explodiert? Was ist denn das für ein gefährlicher BMX-Park? Nehmen wir vielleicht wirklich lieber mein Bike. Da gab es doch inzwischen noch ein anderes Bike. Genau, das kenne ich immerhin schon. Probieren wir mal hiermit. Ein Backflip. Hat ja noch irgendwie geklappt. Und Frontflip wird eher nicht klappen, scheinbar. Nochmal Anlauf nehmen. Und Frontflip. Okay, ich sollte wohl eher das andere BMX nehmen. Hallo. Ich mach mal noch den Mauszeiger weg. Backflip. Und Frontflip. Ich hab meinen Sohn verloren. Egal, was soll's. Jetzt hab ich... ich jump ja schon. Jetzt hab ich einen normalen Fahrradfahrer. Ohne komischen Sohn. Und... das war knapp. Small Jump Grind. Nein, danke. Off Pipe? Okay, okay, okay. Okay. Red 5 for Part 2. Nee, danke. Ich will jetzt nicht raten. So toll war das Level jetzt, finde ich auch nicht. Too hard Level? Klingt doch gut, wie lange ich immer 16 Minuten kommen. Egal, das machen wir noch. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Was muss ich denn da jetzt machen? Loslassen? Ja, manchmal muss man auch einfach loslassen können. Third, ich bin Dritter. Ach komm, da muss noch mehr gehen. Na? Komm. Go. Zieh. Wieder nur Dritter. Ich bin zielsicher in den Dritten rein. Was passiert eigentlich, wenn ich so mache? 15. und boom. Na, da muss mehr gehen, da muss mehr gehen. Leute, da muss mehr gehen. Weeha! Yeah. Nur Futter. Restart Level. Und zack. 45 Grad Winkel circa abgesprungen. Das ist doch schon mal, das muss gut sein. Alter, das wird nur Dritter. Wie soll man da Erster werden, bitte? Wie soll man da bitte Erster werden? Muss ich da zusätzlich noch, ja, vorwärts drücken, um Gas zu geben, oder wie? Und dann... Jeha, ich bin Superman! Und ich komme schlecht auf. Okay. Hey, ich hab's kopflos das Ziel geschafft und das gilt? Ernsthaft? Seit wann gilt das? Probieren wir es mal so. Sechster? Na, das ist komisch, das Level. Das. Wie soll man denn da weiterkommen? Ich verstehe es nicht. So, vielleicht. Okay, so zerteile ich mich eher. Ja, klar. So zählt es natürlich nicht. Ich verstehe es nicht. Passiert eigentlich irgendwas Spezielles, weil ich in Justin Bieber land? Okay, so nicht. Das will ich jetzt gerade mal probieren. Ich bin zu blöd, um in Justin Bieber zu landen, Leute. Ich bring mich lieber vorher schon um, bevor ich im Justin Bieber land. Interessant. Nein, ich ist egal. Muss man ja nicht machen. Hä? Wie schaffe ich es denn da, bitte mich jetzt schon umzubringen? Hä? Jeha. Okay, ich komme nicht über den Dritten hinaus. Egal, dann würde ich sagen, das muss erstmal bleiben. Ich glaube, ich zocke noch ein bisschen Abo für diesen Part. Ist es jetzt erstmal okay? Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich nicht hier regelmäßig hochladen, sondern einfach mal, wenn ich Lust habe. Also, einfach mal gucken. Und ja, mal schauen. Vielleicht, wenn es euch gefällt, kann man das ja auch mal regelmäßiger machen. Aber jetzt erstmal nur, wenn ich Lust habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und dann sieht man sich vielleicht mal wieder. Ciao, Leute.